Deutschland verschärft die Grenzkontrollen und alle europäischen Länder sind schon außer sich. Dabei weisen die Dänen zum Beispiel an der Grenze von Deutschland zu Dänemark jeden Tag mindestens 100 Migranten ab, die dann natürlich in Flensburg in Deutschland landen. Und über die Dänen, da regt sich niemand auf. Aber über die Deutschen, da wird natürlich geschimpft und hergezogen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich phänomenal. Deutschland möchte ab Montag Nacht 0 Uhr die Grenzkontrollen an allen deutschen Binnengrenzen bzw. Landesgrenzen, ungefähr 3.900 Kilometer, kontrollieren und teilweise auch zurückweisen, doch nicht alle eben zurückweisen. An der dänisch-deutschen Grenze sind es pro Tag höchstens 3 Flüchtlinge, die man über die Grenze lässt. Bei allen anderen wird einfach abgewiesen. Die Dänen haben dazu ein Smartphone, mit dem sie einfach das Passdokument scannen können und innerhalb von 3 Sekunden wird eine Abfrage bei Interpol gemacht. Die deutschen Beamten, sie sind fast neidisch auf ihre Kollegen an der dänischen Grenze, die innerhalb von 3 Sekunden den Pass prüfen können und von Interpol eine Antwort bekommen, ob derjenige gesucht wird, ob derjenige irgendwo schon registriert ist oder ob es keine Einreisehindernisse gibt. An der dänisch-deutschen Grenze wird quasi das gemacht, was die Deutschen auch an ihrer Grenze machen wollen. Und jetzt drehen hier alle Nachbarstaaten durch. Auch Österreich schottet sich ab, will keine Flüchtlinge zurücknehmen. Das europäische Migrationssystem zerbröselt, eine Drohung an die Deutschen. Österreich hat angekündigt über den Innenminister Gerhard Kahner von der ÖVP, dass diese Zurückweisungen im Rahmen von innereuropäischen Grenzkontrollen gar nicht erlaubt seien. Dann stelle ich mir die Frage, warum es denn bei den Dänen erlaubt ist. Ich habe aber auch klar gesagt, diesen Pflock habe ich auch eingeschlagen, dass wir hier niemanden zurücknehmen, der illegal zurückgewiesen wird. Aber auch Polens Regierungschef Donald Tusk nennt die deutschen Grenzkontrollen inakzeptabel. Ja, genau, mein Humor. Polens konservative Regierung warnt die Parteifreunde der CDU, sich nicht von Rechtsextremen treiben zu lassen. Die Leute, die jeden Ukrainer mit Kusshand genommen haben, sagen, alle anderen, die wir nicht wollen, schicken wir weiter nach Deutschland. Und wenn Deutschland sagt, wir wollen die aber auch nicht mehr, dann sagen die Polen hier, nein, sie sehen damit das Schengen-Abkommen ausgesetzt. Ich erinnere nochmal an Kapitel 2 des Schengener Grenzkodex. Binnengrenzkontrollen sind auch im Schengener Grenzkodex vorgesehen und auch möglich. Deutschland solle sich stattdessen hier an dem Schutz der EU-Außengrenzen beteiligen. Ja, Herr Tusk, dann fordern Sie doch mal 1.000 Soldaten bei der Bundeswehr an, die wir Ihnen an die polnisch-belarussische Grenze schicken. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Polen es dulden würden, wenn Bundeswehrsoldaten wieder bewaffnet die Grenze von Polen kontrollieren würden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die innenpolitische Situation in Deutschland der Grund für die Verschärfung dieser Maßnahmen ist. Aber auch Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis schäumt vor Wut. Als Erstaufnahmeland werde Griechenland keine unverhältnismäßig große Last schultern, nur weil es an der EU Außengrenze liege. Und der Grieche, der ging noch weiter, er nannte das deutsche Sozialsystem als einen Hauptanreiz, sozusagen als Pull-Faktor der Migration, das, was sie immer negieren und wo jetzt die Ampel, das muss man ihr zugestehen, es endlich abgeschafft hat, dass abgelehnte Asylbewerber hier noch finanziert werden. Das Ganze wird natürlich wieder von einem Gericht einkassiert und ich kann immer nur wieder daran erinnern, dass wir als Europäer in keinem anderen Land innerhalb der ersten 5 Jahre nach unserem Wohnsitzwechsel Sozialleistungen beantragen können. Wir müssen erst 5 Jahre einzahlen in den Systemen unserer europäischen Nachbarn und diese Regel können wir auch einfach für alle vorschreiben. Denn wenn das nicht geht, heißt das, es kann jeder aus der EU nach Deutschland kommen, um Bürgergeld zu beantragen. Aber selbst die Niederländer sind völlig außer sich. Nochmal zum Hinweis, die Niederländer haben einen Asylnotstand ausgerufen. 2 Jahre lang wird es kein Recht auf Asyl geben und man will sie alle aus dem Land kehren. Jetzt gibt es hier die Migrationsministerin Marjolein Faber. Sie zeigt zwar Verständnis für die Pläne, kündigt aber gleichzeitig an, die Niederlande werde keine zurückgewiesenen Migranten zurücknehmen. Und da muss ich sagen, so läuft das Spiel nicht. Wenn die Niederländer Migranten abweisen aus ihrem Land und sie wollen sie nach Deutschland weisen und Deutschland kontrolliert aber diese Grenze und sagt, wir wollen sie auch nicht, dann ist es in Verantwortung der Niederländer, die Rückführung durchzuführen, sprich die Abschiebung.
Die größte Tageszeitung Dänemarks hat sich hier natürlich auch geäußert. Sie berichten von Sorgen der dortigen Pendler und Logistikunternehmer, die Angst, lange Staus an den Grenzen und Folgen für den europäischen Handel. Kein Wort davon, dass es nicht möglich ist, denn die Dänen machen es selbst, wie ich euch am Anfang des Videos gesagt habe. Sie kontrollieren und weisen ab an ihrer Grenze, weil sie sagen, wir sind der Chef im Haus. Frankreich, ja, Frankreich, die keine Regierung haben. Nein, hier gibt es einen Kommunalpolitiker aus der Grenzregion. Er hat Bedenken, ob eine wirksame Umsetzung der Grenzkontrollen mit europäischem Recht vereinbar sei. Einer aus dem Land, die Fiskalregeln der Europäischen Union seit Jahrzehnten ignorieren und Schulden machen, Schulden machen, Schulden machen. Die Schweizer äußern Verständnis. Die Schweizer sagen nämlich, die Deutschen haben das Recht. Das liegt in der Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten. Das erklärte hier das Migrationssekretariat gegenüber dem Schweizer Fernsehen. Und dieses Migrationssekretariat, kann ich euch sagen, in der Schweiz funktioniert wunderbar. Ich kenne jemanden, der ist jetzt kürzlich mit seinem Hauptwohnsitz in die Schweiz gewechselt. Und was soll ich euch sagen, er bekommt E-Mails vom Migrationsamt zu nicht regulären Arbeitszeiten eines Beamten. Da gibt es auch mal abends nach 18 Uhr noch eine E-Mail mit dem Hinweis, wir brauchen von Ihnen bitte noch 2 Dokumente. Die Bearbeitungszeit, wenn man dort einen Antrag einreicht, innerhalb einer Woche bekommt man da Antwort. Jetzt geht es allerdings noch weiter. Wir springen über den großen Teich. Ja, auch in Übersee wird dieser Konflikt hier gesehen und ernst genommen. In den USA werden die Pläne zu den deutschen Grenzkontrollen kontrovers diskutiert. Kann man sich kaum vorstellen. Es war nicht die Aussage von Baerbock gegenüber Trump nach der TV-Debatte. Nein, dass Deutschland seine Grenzen quasi wiedergefunden hat und man endlich mal Polizisten hinschickt. Das ist hier zum Beispiel bei ABC News richtig oft und lange diskutiert im amerikanischen Fernsehen. Die deutschen Pläne werden die europäische Einheit auf die Probe stellen, ist das Resümee der Amerikaner. Es geht hier um noch viel mehr als um die europäische Einheit. Deutschland ist der Geisterfahrer in der Migrationspolitik der Europäischen Union und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind die Einzigen, die gegen den Strom rennen und versuchen uns jetzt in dem Strom der anderen Mitgliedstaaten einzureihen, die jetzt erstmal das verkraften müssen, sacken lassen müssen und auch prüfen müssen, ob es denn die deutsche Regierung auch ernst meint oder ob man so schnell umfällt, wie die FDP diese Woche umgefallen ist. Montag. Ja, und Dienstag der Gipfel. Die FDP, Kubicki twittert, bringt den Antrag ein, wir stimmen für euch. Und dann kommt der Antrag in den Bundestag am Donnerstag. Und wie erwartet wurde er in den Ausschuss verwiesen, auch mit Stimmen der FDP. Leute, sie sind nicht mal mehr so groß mit Hut. Ja, da kann man gar nicht mehr durchgucken. Sie sind eliminiert, sie existieren nicht mehr. Sie wird die nächste Bundestagswahl dahin fegen. Da können die Abgeordneten sich jetzt nochmal auf das Kosten-Sachleistungskonto nochmal alle ein Handy kaufen für dieses Jahr. Denn bald ist Schluss mit den FDP-Mandaten im Deutschen Bundestag. Und das ist gut so. Eine Partei, die so oft umgefallen ist, sich selbst so oft verraten hat, hat es nicht mehr verdient, mit Steuergeld finanziert zu werden. Da gibt es noch viel mehr, die es nicht verdient hätten. Aber bei der FDP machen wir den Anfang und vorher jagen wir sie auch noch in Brandenburg aus dem Landtag. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich bin gespannt, was überhaupt ab Montagmorgen los ist, was abgeht an den Grenzen, wie viele Kamerateams, Bild, Welt und die ganzen Fernsehsender abstellen und wie schnell man erste Zahlen präsentieren möchte. Ich bin auch gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal, abonniere auch X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und damit sage ich ciao, bis bald.